Es waren einmal ein heldenhafter Bär namens Banjo, ein ziemlich lauter Vogel namens Kazooie und eine boshafte Hexe mit Namen Gruntilda. Als Banjos Schwester entführt wurde, retteten der Bär und der Vogel sie aus den Tiefen der Hexenhöhle. Dabei mussten sie viele Gefahren und Sprachschwierigkeiten überwinden, um Gruntilda schließlich zu Fall zu bringen. Die alte Hexe war allerdings sehr zäh und, was niemanden überraschen wird, sie kroch bald wieder aus ihrem Grab, bereit für Runde 2. Unsere tapferen Helden stellten sich ihr erneut entgegen und dieses zweite Finale endete ebenso schlecht für Gruntilda, die dabei ihren Kopf verlor. Viele Jahre sind seitdem vergangen und Frieden herrscht in Spiral Mountain. Und was wurde aus dem Bären, dem Vogel und der Hexe? Ja, und was das zu bedeuten hat und was da wirklich passiert ist, erfahrt es jetzt. Ah, was für ein Pizza, sondern nicht die kleinste Socke. Banjo Art. Hier ist DJ Jamrod auf Radio Spiral Mountain. Große Neuigkeit an Leute, wusstet ihr, dass es 10 Jahre her ist, dass ihr 2 erfunden wurde? Und ich rede mal etwas langsamer. Oh. Ein paar Funde haben mir vielleicht zugelegt. Na, nicht nur ein paar Funde. Na und, wir müssen die alte Hexe auch nicht mehr bekämpfen. Ja, sprich von dem. Fein. Bring euch auf den Xbox-Controller. Oh, was prickelt denn da? Oh. Wer ist denn das? Ach, lange Jahre und ist Zeit zurück. Mal diesen gewinne ich. Und zwar in einem Stück. Nö, kann ich sehen, wo der Lärm herkommt. Sehen wir mal nach. Okay, ich glaube, ich kann dich immer noch tragen. Gerade so. Was tut man nicht alles, um keine Ruhe zu haben? Okay. Und damit erstmal recht herzlich willkommen. Ja, Banjo ist seit den ganzen Jahren, die wir mit Nintendo GameCube, Wii und so alles überstanden haben, sehr fettig geworden und leider nur mit Pizza vollgefressen. Seht hier. Cool, vielleicht hätte ich die kleine Pizza bestellen sollen. Nicht nur die kleine, Junge. Leute, schaut euch das mal an. Eine Müllabfuhr hier. Naja. So, wir sind gleich wieder hier, nämlich in einem neuen LP-Projekt von mir. Na los, Banjo, ich werde den Talonrot benutzen, aber ich weiß jetzt nicht mehr wie. Welchen Talonrot? Okay. Oh, sie mussten schon den Container bestellen. Lado ist Pizza. Okay. Gut, gut, gut. Na los, Banjo, ich muss in den Tunnel. Ja, ja. So. Mal gucken, ob wir immer noch so angreifen können wie früher. Hey, ja. Naja. Aber seit dem letzten Spiel hat er eben schon sehr viel Fun zugenommen. Das muss man mal im Banjo lassen. Und gehen wir einfach mal weiter. Ach, du. Was zum Grunde bist du das? Ja, Digga Treffy, ich bin wieder hier und bald ist das alles mein Revier. Das bezweifle ich. Hast du nicht bemerkt, dass du nur ein Schädel bist? Wenigstens habe ich keinen Bauch. Legen wir los. Ich will dich vermöbeln auch. Oh, fight. Alter Konservanten oder wie auch immer das nennt. Pausiert. Ey, ich will Start drücken. Start. Oh ja, jetzt geht's wieder. Sister. Was ist das? Sieht aus wie als Konkurs irgendwie. Ich weiß nicht. Naja. Wer bist du? Mein Titel lautet Lord of Games. Doch ihr Figuren könnt mich LOG nennen. Ich bin der größte Schöpfer aller Videospiele. Auch von denen, die sich nur schlecht verkaufen wie Gullis. Dein Name ist komisch und sieht seltsam aus. Also sag der alten Kundi, was bringt die LOG hier raus? Ich bin gekommen, um euren Streit beizulegen, das du altes Weib. Ihr spielt eine Aufgabe meiner Wahl. Der Sieger bekommt Spam Mountain, der Verlierer ewige Schufterei in meiner Videospielfabrik. Das klingt nach einer absurden List. Was sagst du, wenn wir Nein sagen zu diesem Mist? Oh je! Frosch und Kürbis. Passt perfekt. Ich wünschte, sie könnten so bleiben, aber ich schätze, ihr wollt ganz gerne bei den Spielen mitmachen.
Bam. So. Also gut, die Aufgabe wird nach aller Banjo-Tradition heraus bestehen. So viel nützliche Objekte wie möglich sammeln. Lass dich sammeln. Ja, der beginnen. So. Okay, wir müssen also das Ding einsammeln. Ah, ich glaube, ich gehe einfach mal rückwärts. Hey, Leute, hier geht's ja viel mehr. Schön, du hast einen Trick ausgefunden, wie geil. Okay. Das. In Ordnung, ihr Versager. Hört gut zu. Versager, wir waren schon in anderen Spielen. Aber nicht in annähernd so vielen wie dieser Italienische. Da hat er recht, ja. Mario. Ihr werdet euch jetzt in ein brandneues Spielwelt bringen und sehr viel beeindruckter als alles, was ihr vorher besitzt. Mein Körper ist dahin, aber nicht meine Augen. Alles, was ich sehen kann, kann ich kaum glauben. Oh, Kunde mit ihren Witzen immer noch. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns wirklich im Form ist, um ein weiteres Abenteuer zu bestellen. Und yeah, wir haben wieder die alte Banjo-Form zurück. Und was konnt ihr auch? Oh. Geile Roboter, ab mit dir in den Kastenkopf. So, noch irgendwelche Anliegen, anderen Anliegen? Hey, LCD, wo sind die Moves aus unserem vorhergehenden Spielen? Die wirst du nicht brauchen. Die sind sowieso schon ziemlich altmodisch. Ha, Folge war schlecht in unserem letzten Spiel. Jetzt kann sie nur noch weniger und das heißt nicht viel. Und folgt mir bitte in diesen Fahrzeugen, bevor ich es mir anders überlege. Dann los, Benjo, schnapp uns das cool aussehende Ding. Oh, los, Benjo. Oh. Das hier sieht etwas einseitig aus. Okay, nein, er sieht wie ein Einkaufswagen aus. Wir werden echt dämlich aussehen. Schneller, Benjo, drück auf die Tube. Und let's go. Wir gehen ab in eine New World. Weg von Spiral Mountain. Und den anderen ganzen Geschehen. Und ja. Wie ihr schon wisst. Meisten Fahrzeuge, genau. So, alle wissen ja, viele hassen den Teil. Ich weiß, viele mögen ihn nicht oder haben ihn einfach noch nicht so oft gespielt oder was weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, der Teil gefällt mir sehr. Denn die Grafik ist einfach erstmal Bombe auf der Xbox und trotzdem hoffe ich, kommt wieder Wear zum Nintendo zurück. Aber gut. Oh. Bam! Okay. Das sah ziemlich messer aus. Fangen wir an, ja. Dieser bezaubernde Schauplatz hier ist bekannt als Showdown. Showdown Down. Da hinten liegt meine herrliche Videospielfabrik. Halte, während du die Stadt erkundest, Ausschau nach diesen Türen. Sie führen in die Spielwelt, die ich selbst erfunden habe. Okay. Shigis, ist das alles, was du bieten hast? Wir sind mindestens schon zweimal dagegen herumgerannt. Sei still, Prämöwe. Sei die Puzzle in Shigis Bank und es öffnet sich. Okay. Gewinne an Shigis und die Bank letzte Tür auf dem Kerlein zurück nach Spiral Mountain. Okay. Ich finde, ihre Stadt sieht sehr schön aus, Mr. LOG. Wenn du sagst, Benjo, ey, warum erzählst du nicht, was mit Warzenhund? Während du fliehst, mach dich Mechanik, baue meinen Grundbots, um zu sehen deine Panik. Grundis Rolle in meinem wunderbaren Spiel ist ganz einfach. Sie muss versuchen, euch zwei daran zu hindern. Aber wie spielen wir ein doofes Spiel, wenn du meine Fähigkeiten, indem wir das benutzt und ungültige Vogel und zweihafte. Okay. Ein rostigen Metallschlag, du machst doch Witze. Ihr werdet sogar herausfinden, dass dieser Rostigab ein magischer Schlüssel ist, mit nahezu ungrenzten kreativen Fähigkeiten dazu. Was? Das Vogelhirn bekommt also einen hübschen neuen Schlüssel? Was heißt das denn für Zauberhafte? Okay. Oh, süß. Oh, da ist die Portal. Ob der das jetzt fasst? Oh je, das wird Blitz jetzt gar nicht gefallen.
Okay, also gut, halte den RT. Rechtsschaltung drücken, um Objekte aufzulesen. Lasse ihn wieder los, um sie fallen zu lassen. Hebe die Mumbo-Kiste auf und bring sie zu den knochengesichtigen Gentleman da drüben. So. Ja. Wie viel haben wir. Wartet mal. Ja, gut. Okay. Was machen wir denn jetzt? Also, wir sollen jetzt die aufheben hier. Ah, mit RT. Gut. Oh, das ist doch geil. Und dann stellen wir die hier ab. So. Ey, Mumbo, altes Haus. Bist du auch wieder zu Hause? Mensch, wie geil ist denn das? Mal gucken, wie der aussieht. Wie so ein hessischer. Piep! Okay, so. Machen wir mal. Mumbo öffnet Kisten für Bär, Kiste, alle Teile, um zu bauen, Fahrzeug, um zu spielen. Die Kiste hat einfach Teile, damit dummer Vogel nicht verwirrt. Okay. Bär benutzen LS, linken Stick, um durchzusehen, Teile in Mumbo-Kiste. Wenn Bär sich langweilt mit Gucken, dann drücken B, um Taste fortzufahren. So. Bär findet viele mehr Mumbo-Kisten in Stadt. Alle Kisten enthalten andere Teile. Okay. Bring Kisten zurück zu Mumbo für Öffnen, um neue Teile in die Werkstatt zu lagern. So kriegen Bär mehr Teile, um Fahrzeuge zu bauen. Okay. Jetzt kommt mit Mumbo in Werkstatt. Wir versuchen zu bauen nützlich aus einfachen Teilen, die Bären gefunden hat. Okay. Das Laden ist manchmal wirklich ein bisschen ätzend, aber ich habe gehört, dass es ein echter Erfolg ist. Roastbeef. Okay. Willkommen Bär und Vogel, großartiges Mumbo Motorstar. Um Helden bauen zu lassen, tolle Fahrzeuge, damit sie besiegen Spinat, Wachtel, Kunthilder. Richtig. So. In der Bekleidung gespeichert auf meiner Xbox-Konsole zusammen. Lord of Games sagt, Bär muss neu bauen, komplettes Fahrzeug. Bär will zuerst Workshop bogen, um neuen Teilerblick zu kommen. Ganz leicht, sich selber Bär kann drücken A-Taste, um auszuwählen. So, gehen wir erstmal in die Werkstatt. Mumbo erinnert sich, dass LOG-Fahrzeug aussieht wie ein Einkaufswagen. Also Bär braucht Ablage zum Starten. Ablage trägt Zeug gut. Bär wählt Ablage aus Starraum. Kategorie jetzt. Oh, was ist das für eine Pizza? Oh. Genau. Bär hört gut zu und Ablage jetzt platziert. Jetzt Wagen braucht Räder. Drücke B-Taste, um zu Teilen der Ablage zurückzukehren. Und Räder auszuwählen. Okay, jetzt gehen wir auf Räder. Standard. Okay, bauen wir mal rein. So, Mumbo beeindruckt. Nicht gedacht, dass dummer Bär so weit kommt. Fahrzeug jetzt braucht sitzt, falls Bär wirklich möchte fahren. Möchte der Bär fahren? Ja, drücke B-Taste, um zu Teillage zu gehen, um Sitz zu wählen. Sitze. Ich nehme natürlich den. Mein Passagier kann schon nehmen. Gut, erstmal nehmen wir erstmal Standard. Gut, Bär, fast fertig. Noch zwei Teile Wagen. Braucht Power, um vorwärts zu kommen. Drücke B-Taste, um. Okay. Antrieb. Motoren. Nehmen wir den kleinen Motor. Ja, der kleine Motor reicht. Ah, okay, da muss man einbauen. Motor braucht Treibstoff, sonst nicht funktionieren. Drücke B-Taste. Ja, wissen wir schon. Treibstoff. Nitro. Ich glaube, Nitro steht da jetzt. Oh. Gut, Bär hat toll gemacht, Fahrzeug komplett und Mumbo verblüfft, Wagen jetzt gespeichert in den Fahrzeugdatenbank. Dann kann Bär benutzen, wenn er braucht. Bär kann machen Fahrzeug in Werkstatt jederzeit, aber jetzt zu spielen mit schön reparierten Wagen. Wähle Werkstatt verlassen, um Mumbus Motors zu verlassen. Genau. Fahrzeugdatenbank. Genau, ich möchte wieder nach Schultern zurückgehen. Richtig. Lass mich los, Spiel! Das ist Tipp Nummer 24, falls es dich interessiert. Ich habe gehört, dass in die Tiefen des Spiels ein paar echte Fahrzeugteile versteckt sind. Doch sie sind nicht nur. Doch, okay, was? Okay, Leistung.
Enkers Wagen auf den Kopf, nicht Panik. Wer steht daneben und drückt LT, linken Schalter, um zu drehen. Versuch jetzt dem. Nehmen wir? Okay. Gut. Dann drehen wir das mal um. Ah, Bär gewinnt sich ein Wagen, LOG. Nicht lässt Bär nehmen, anderes Fahrzeug in Showdown. Drücke Y-Taste, um im Fahrzeug ein- oder auszusteigen. Wenn Bär Fahrzeug verlieren oder er ist zu weit weg, drücke und halte Y-Taste, um schnell Fahrzeug wiederzuhören. Sehr nützlich. Na gut. Gehen wir mit der Y-Taste hier ins Fahrzeug hinein. Bär jetzt bereit zu fahren. Bestimmt viel Unfall, weil Bär sehr tollpatschig. Aber keine Sorge. Drücke RT, rechten Schalter, um zu beschleunigen. Und LT, linken Schalter, um zu bremsen. Geh jetzt, probier, was Wagen alles kann. Gut. Und jetzt können wir mit den Wagen überall herumfahren und die Noten einsammeln und Welten einbauen. Jinjos holen. Jinjo Ling, also die Puzzleteile. Wie auch immer. Ja, aber wir müssen erstmal, glaube ich, zu LOG. Genau. Das reicht mit dem Schabernack. Fahre deinen Wagen um den Fuß meines Berges herum und dann stell den Weg zu meiner Fabrik auf, damit ich dich wunderschön. Okay. Damit das Spiel starten kann. Oh, Leute, guckt euch mal die geile Grafik an, ehrlich. 100 Pro. So. Ja. Let's go. Na los, lass mich doch mal jetzt los gehen. Ja, ja. Auch überspringen. Gut. Beachte deine Karte in der rechten unteren Ecke, denn sie zeigt wichtige Sachen an. Im Moment bin ich damit gemeint, also benutze. Und gerade rum ist der Tacho. Da habe ich den blauen Balken, obwohl ich bezweifle, dass du nicht genug bist, um ihn aufzubauen. Oh, ab ins Wasser. Das Wasser, yeah, wieder rauf hier und boing. So, Noten schön einsammeln. Und wir sind jetzt oben auf dem Berg. Mit Y kommen wir wieder aus dem Wagen raus. Gut. Was ist das hier? Gut, und jetzt? Ah! Okay, jetzt sind wir wieder hier unten, ne? Was langes drücken? Ah, das ist ja gar nicht, das ist gar nicht mal so unpraktisch. Ja, bevor wir jetzt einmal hier alle BAM! Hahaha! Voll genial! Poundface! So, fahren wir es wieder hoch. Die 3. Au! Na! Oh, Banjo, du musst wirklich erstmal. Hey, wie geil von unter Wasser! Jetzt aber hoch hier! Hoch hier! So. Gut, dann machen wir schon mal. Los! Jetzt müssen wir hier hoch. Da fällt halt nicht der blaue Pfeil da oben uns. Das, also dieses komische Dart-Ding oder wie das aussieht. Das wird da hoch müssen. Gucken wir mal. War ja schon gerade oben. Ich würde mal die Bremsspuren schön noch verfeinigen. So. Ah, verdammt hier. Und jetzt. Gas. Oh, Mensch, Banjo. Oh, Junge. Na. Was denn? So. Nein. Ich würde mich mit Lot of Games überfahren. So, wir sind jetzt oben in seiner Spielefabrik. Also gut, hör mir zu, das sind Spielekugeln. Sie sind verfügbar, sobald du genug Chickies aufgeheult hast. Da du aber noch keinen Chickies hast, bekommst du von mir die erste Spielfigur umsonst. Setzt du eine Spielkugel auf ihren Sockel, schaltest du in meiner fantastischen Spielwelt frei.
Achte darauf, dass die Spielkugel nicht zu verlieren, denn dann musst du wieder zurückkommen und die mithilfe des Schlüssels eine neue holen. Und jetzt leg die Kugel in dein Fahrzeug, bring sie zu ihren Socke und dann sage ich dir, wie du deinen ersten Schick hier verdienst. Eine gute Idee. So, jetzt muss man die Socke holen. Die Socke, die Spielkugel hier. So, komm mal mit hier. Ach, war schon richtig. Ah, nicht du Fahrzeug. Du Kugel. Ab ins Fahrzeug. Na, was denn wohl? Hallo. Komm her. Ist da drin ein Ei? So. Und nun fahren wir los. Und holen und setzen die Spielkugel ab. Können wir gleich hier runterfahren? Okay. So, jetzt sind wir hier erstmal hier unten. Wir müssen die jetzt hier ablegen. Komm mal mit. Wohin? Ja, wow. Damit können wir uns jetzt immer irgendwo hinwerben. Innerhalb seiner Spielwelt. Genau. Hier. Ah, fein. Okay. Okay, ja, wirklich bald. Ja. Die Anzahl der bestehenden Gigi steht über die steht über der Tür. Die Anzahl musst du auf der Bank haben, um die Tür zu öffnen. Wie du siehst, ist die 8-1-Tür zu dieser Welt jetzt offen. Aber jetzt schau mal rein, denn dort findest du deinen ersten Gigi. Gut. Und bevor ich jetzt hier irgendwie noch irgendwas extra mache, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Wenn es heißt. Let's play Banjo-Kazooie hier in Schraube Locker auf der Xbox 360 mit mir, Mr. Tobi88 und vielleicht auch immer ein Ghost-Kommentator. Ich hoffe, euch hat dieses kurze LP und Einführung erstmal so auf dem ersten mäßig jetzt hier gefallen. Auch wenn es nicht mehr das alte Banjo ist, so wie es mal war. Es ist übrigens nicht das einzige Projekt, was ich zumindest am Anfang, ne? Von daher. Aha. Oh, wir haben eine Kiste gefunden. Die bringen natürlich zu Mumbo. Na? Musst du woher? Na, komm her, Kiste. So. Ich bin in der Kiste. Mumbo ist eigentlich, ich finde Mumbo Kiste in ganzer Stadt. Ah, wer bringt weitere Kiste? Genau, Florige Faust. Anzeige an, ja. Gut, jetzt können wir dann schon wieder den nächsten Cut reinbauen. Nächsten Dings, mal unser Dings reinbauen. Wisst schon. So, unser Ding kann man natürlich überall stehen lassen. Wird schon mal natürlich nicht immer machen. Das ist unsere Ablage, hier können wir etwas transportieren. Was ist das für ein komischer Kauz? Na egal. Ich hoffe, euch hat erstmal wenigstens gefallen und ich verabschiede mich erstmal jetzt hier. Wir haben schon 41 Minuten und ja, von daher bis dahin erst einmal und ich verabschiede mich. Wir sehen uns und immer schön fleißig weiter Schrauben drehen und ja, Videos ansehen. Okay, bis dahin und immer schön fleißig weiter zocken. Ja, bis dahin und tschüss.